Und es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Mein Name ist Liemarie Colin, ich bin 16 Jahre alt und das hier neben mir ist mein Großpferd Famous KFRH. Er ist 8 Jahre alt, ein Hengst und herzlich willkommen hier in Duisburg. Also ich stehe hier mit meinen 4 Pferden am Wengerhof, jetzt schon seit ungefähr, ich glaube, 2 Jahren. Und hier steht der McQueen, der ist jetzt 7 und den haben wir aber auch schon relativ lange, den haben wir 4-jährig gekauft. Und das ist eigentlich ein richtiger Clown. Also der macht ganz viel Quatsch, außer beim Reiten, da ist er ganz lieb. Hier steht das Pferd meiner Mutter. Das ist der Raymond. Der ist schon ganz, ganz lange Familienmitglied, schon über 11 Jahre. Und auf dem bin ich früher auch immer geritten, auch als ich ganz klein war. Und das ist eigentlich ein richtiger Schmusebär und hat auf jeden Fall sein Herz am rechten Fleck. Ja. So, und hier steht dann mein kleiner Champion, der Cosi. Der guckt am Anfang ganz grimmig, aber eigentlich ist er ganz süß. Cosi haben wir ja 5-jährig gekauft und er war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Am Anfang haben wir ein bisschen dran gezweifelt, ob ein 5-jähriger Hengst so jung noch, und ich war da auch erst 12, ob das eine gute Entscheidung wäre, aber es hat sich herausgestellt, dass es auf jeden Fall die richtige war. Und Cosi ist ein Pony, was eigentlich alles für einen gibt, wenn man ihn richtig kennt. Ja, ich bin einfach unfassbar dankbar, dass ich so ein tolles Pony an meiner Seite habe, der alles für mich gibt. Und ich bin sehr dankbar für all diese Erfolge und die ganzen Sachen, die wir schon erlebt haben. Es war so, dass ich ihn in der Stallgasse gesehen habe, wo ich ihn ausprobiert habe. Und da habe ich ihm erst mal gedacht, der ist ja doch schon ganz schön jung. Und als ich dann aber auf ihn drauf saß, hat es einfach direkt gepasst. Und da war uns eigentlich schon klar, den müssen wir eigentlich haben. Ich würde sagen, auch letztes Jahr und dieses Jahr war schon mit das Besonderste, weil einfach die ganzen Erfolge und die ganzen Sachen, die wir zusammen erlebt haben, einfach was ganz Besonderes war. Und er ist einfach wirklich ein Pony, was so unkompliziert ist, auch auf dem Turnier. Der fühlt sich direkt zu Hause, frisst Heu und hat auch wirklich Spaß am Turnierleben. Und ich denke, das macht das auch alles aus, zu sehen, dass das Pony auch glücklich ist und auch Spaß daran hat. Youngsters. Ich finde das einfach ein wunderschönes Abschlussturnier und jetzt auch vor allem, weil es jetzt auch das letzte Turnier mit Cosi und mir ist, freue ich mich einfach schon sehr drauf und bin gespannt, wie es wird. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr emotional für mich, vor allem, weil es das letzte Turnier war. Es war eine wunderschöne Zeit, wunderschöne 3 Jahre, und wenn das jetzt alles so zu Ende geht, dann fließen schon viele Tränen. Meinte auch zu mir, hab so viel Spaß wie möglich, genieße es, und das habe ich wirklich getan. Und vor allem die letzte Mittellinie, einmal noch Mitteltrab hoch, das war dann auch schon ganz schön hart, da kamen auch die Tränen, aber es hat einfach total viel Spaß gemacht. Ja, das ist Famous, der ist jetzt 8, den habe ich jetzt schon 2 Jahre. Das ist eigentlich so der Verschmuste von allen. Der will immer ganz viel Aufmerksamkeit und ist aber super lieb und ja, sehr treu. So richtig Dressur geritten hat das eigentlich angefangen mit meinem Pony Jumanji. Der hat das mir alles beigebracht. Mit dem bin ich meine erste
EALFI auch geritten und ihnen habe ich auch eigentlich zu verdanken, was ich alles erreicht habe. Und ja, so fing das eigentlich alles grundgenommen an. Ich bin nie wirklich hochgesprungen, aber das Springen hat mir ab und zu ein bisschen Spaß gemacht. Aber dann hatte ich auch einmal einen kleinen Unfall und seitdem hatte ich so ein bisschen Angst. Und dann habe ich das Zureiten noch mal mehr entdeckt. Daher, dass meine Mama auch immer Dressur geritten ist, hat sich das dann einfach so entwickelt, dass ich echt bei der Dressur geblieben bin. Ja, meine Mama stand am Stall hier und ich stand davor noch an einem anderen Stall. Und da meinte meine Mama irgendwann, ja, willst du nicht mal bei der Steffi trainieren? Und dann haben wir das überlegt und dann kam der Cosi hier auch am Stall. Und am Anfang war das alles noch sehr, sehr wild. Also der Cosi ging kaum eine Traversale und da hat Steffi schon ein bisschen dran gezweifelt. Aber dann über die Jahre ging das wirklich super und unsere Arbeit zusammen läuft tagtäglich auch super und ich bin dankbar, dass Steffi mich jeden Tag so unterstützt und für mich da ist. Und ja, die ganzen Erfolge, die wir zusammen erlebt haben, sind schon sehr besonders und die werde ich auch niemals vergessen. Ja, also ich habe leider jeden Tag bis 4 Uhr Schule. Das heißt, dass ich nach der Schule wirklich nicht so viel Zeit habe, dass ich maximal unter der Woche 1 bis 2 Pferde schaffe. Am Wochenende ist es natürlich dann ein bisschen anders, da habe ich ein bisschen mehr Zeit, aber ich kriege auch sehr viel Hilfe von meiner Mama und jemand am Stall, Caro heißt sie, hilft mir auch. Ja, Steffi unterstützt mich auch und hilft mir dann auch, die Pferde zu reiten, wenn ich mal keine Zeit habe. Also passt das eigentlich alles sehr gut. Also daher, dass ich eigentlich schon mein ganzes Leben lang reite und ich tagtäglich am Stall bin, könnte ich mir ein Leben ohne Pferde überhaupt nicht vorstellen. Die bedeuten mir wirklich alles. Also die gehören auch teils zur Familie und ja, die sind einfach was ganz Besonderes.